Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu einer neuen Folge Terminator Resistance. Ja, wir machen jetzt weiter hier mit dem Vernichtungslinien-DLC. Wir befinden uns jetzt auf direkten Kollisionskurs mit der Vernichtungslinie. Hinter ihr gibt es nur Tod und Zerstörung, aber wenn es auch nur die kleinste Chance darauf gibt, dass wir meinen Vater und die Einwohner von Northridge vor dieser Hölle bewahren können, dann müssen wir zur anderen Seite durchstoßen, selbst wenn es uns wie ein Todesurteil erscheinen mag. Okay, damit kennen wir jetzt unser Ziel. Dann wollen wir mal loslegen mit der Mission. You should be able to see it from that hill. I smell something burning. You're just imagining things. Or not. Holy shit. It stretches as far as the eye can see. And it'll continue to move forward. That's why we need to focus on our objective. We have to create as much havoc as we can. I think they've got that covered. We need Skynet to take the bait. Once they do, they will withdraw some of their forces from that factory, and that's when we'll strike. Everyone knows where their sector is? Yeah. Yeah. Yes, sir. Then let's move out. Alles klar. Ja, und holy moly. Das Gebiet sieht echt, ja, mitgenommen aus. I want each of us to find a target. Something that will get Skynet's attention and then destroy it. Yes, sir. Let's get to work. Na, Rivers, nun gut. One more thing. There used to be a resistance shelter in your sector. It was probably raided when our soldiers withdrew, but it might be worth investigating. Okay, eine Nebenaufgabe haben wir dadurch jetzt direkt hier noch mit in unserer Nähe. Was ist das für ein Weg hier? Ah, nichts, okay. Wow, da hinten sieht man auch schon eine Maschine. Gut, ich sprinte erstmal ein Stück. What the fuck is that? Sir, I found a target, but I don't think I've got enough explosives to make a dent in it. Take a picture. I want to see it. Okay, ein Foto sollen wir machen, alles klar. Send in the picture now. I see what you mean now. You have to find out what they're using it for. The computer in the nearby outpost should give us some answers. And what about the excavator? Find a way to destroy it. You mentioned an old resistance shelter. I'll see if there are any explosives. Moment, ich markiere erstmal die Nebenaufgabe. That I could use. That looks like your best option. Over and out. So, das machen wir auf und dann lassen wir die jetzt einfach mal herkommen, die Silberfische. Hier sind sowieso noch mehr. Dann können wir halt das Gebiet erstmal hier ein bisschen sicherer machen. So, sehr schön. Okay, lass uns mal weiter rennen. Hier müssen wir anscheinend lang, um zu der Nebenaufgabe noch mitzukommen. Oh, hi. Gut, da feuert was Großes. Ah, da oben. Ja, erstmal hier rein. Perfekt. Ja, es wird schon heftig hier. Man merkt, dass es auf jeden Fall schwieriger wird, so langsam hier. Mit dem ganzen Vorrücken und so weiter. Ist mir auch schon bei dem Gefecht ganz zuletzt in der letzten Folge aufgefallen. So, hier lang. Und vorne ist das Nebenziel. Ja, komm raus. Dann. Da hinten wird bestimmt auch irgendwo eine große Maschine sein. Ein größerer Terminator. So, wir sind im Bereich der Nebenaufgabe. Hier geht's in einen Keller. Oh weia. Hier wird bestimmt was unten sein. Kommt schon langsam vor.
doors wide open. Okay, hier gibt's auf jeden Fall Vorräte. Wir untersuchen mal die Zuflucht. Also wir werden hier, denke ich, mindestens einen Gegner schon antreffen. Ich laufe mal langsam weiter. So, den Raum können wir erstmal plündern soweit. Da haben wir Sprengsätze. Die brauchen wir wohl für die Mission, wie es aussieht. Nimm das mit. Sergeant, I got enough explosives to bring that excavator down. But there's still a lot of intel lying around here. If Skynet gets a hold of it, we might have a problem. Rivers, you're breaking up. Shit. Ja, so wie mir es jetzt vorkommt, hier unten wird was sein. Auf jeden Fall Vorräte, aber hier unten wird doch irgendein Terminator sein. Davon ist, denke ich, auszugehen. Okay, die Leute hatten damals hier eine Falle gestellt. Interessant. Ja, komm, wir gehen mal weiter vor. Da hat was gequietscht. Gibt es halt auch echt gerade viele Türen und so weiter. Wodurch halt auch irgendwie so eine Maschine einfach irgendwo stehen könnte. Und uns erwarten könnte. Ich weiß auch gerade nicht mehr, kann ich irgendwo hier eine Taschenlampe anmachen? Also jetzt abgesehen von der Sicht hier. So, da drin liegt noch was. Ein Gewehr. Ja, das nehmen wir mal mit. Oh. Hier wird was sein. Aber wir machen einfach weiter. Ich will mich jetzt auch nicht zu lange hier unten aufhalten, bin ich nämlich auch ganz ehrlich. Weil ich auch noch mit dem Hauptziel Fortschritt machen will. Also Gegner, falls da einer ist. I should set off the trap. Zeig dich. It's too risky to have these documents just lying around here. Aber erwartet werden wir hier auf jeden Fall noch von irgendetwas. Okay, eine Kommandozentrale. Hier geht's weiter gar nicht. Ja, dann wird aber was passieren beim Rückweg, auf jeden Fall. Gut, wir gehen da mal ran. Oh shit! Ah, Selbstzerstörung, okay. Lauf um dein Leben. Lauf. Ich weiß nicht, wo durch. Ach, hier. Ein Feind kam nicht. Did you run into any problems? No, sir. Proceeding with the main objective. Oh, weia. Okay. Das wäre soweit geschafft. Machen wir weiter mit unserer Hauptmission. Wir bewegen uns jetzt dort hinten hin. An diese Stelle, wo wir den Sprengstoff legen sollen. Und da hinten ist was. So einer. Ja, wenn das sich umdreht, hätte ich einen Plan. Jawohl. Nein, da ist ja auch noch ein Geschütz. Oh mein Gott, zu spät gesehen. Da ist auch noch eine gefährliche Maschine. Wir könnten natürlich probieren, dort rechts lang zu schleichen. Aber das Risiko ist mir auch eigentlich zu hoch, dass ich dann entdeckt werde und dann übelst in ja, die Mangel genommen werde. Von daher, ich glaube, ich werde jetzt einfach von hier aus feuern.
Oder, ja, ein Sprengsatz werfen. Ich hätte einfach viel zeitiger feuern sollen. Da hätte ich wenigstens überhaupt noch was anrichten können hier. Hier, nehmt das. Gut. Weiter hier vor, let's go. Und das hier vor, los. Jawohl, das hat gut aufgeräumt. Sehr schön. Heilen. Sehr gut. Ich weiß nicht, was los ist, aber irgendwie gerade komme ich nicht so ganz ins Spiel rein. Ich spiele gerade wirklich nicht so gut. Ich spiele auch gerade ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt. So. Gut. Wir gehen einfach weiter. Halt, nein, da hinten ist noch was ich mitnehmen kann, sehe ich gerade. Ja, hier ist noch Beute. So. Jetzt können wir dann weiter. Oder liegt dort noch was? Ja, dort gehen wir, glaube ich, dann eh gleich lang. Wenn wir das dann platziert haben. So. Platzieren das Ganze. Sehr schön. Das wäre geschafft. Jetzt hier rangehen. Hier ist noch eine schöne Kiste. Ja, komm. Explosives are alive. It's coming down. That's impressive. Hell of a job, Rivers. Evans, you're hopeless. Now Skynet will know how it feels to bleed. Oh. Ja, nein, auch noch so ein Fliegender. Halt, gib mir das. Schnell. Oder auch nicht. Ein Schiff fest, ich habe gerade enorme Probleme. Ich bin nämlich jetzt auch in der Sackgasse hier. Der Feind fällt jetzt eh um, gut. Heilen erstmal. Hier drüben sind meine kleinen Freunde. Jetzt sind wir raus. So. Da oben ist ein Fliegender, so ein Aufklärungsding. Bumm, ist auch weg. Dort ran. Den kommt auch noch mal einer. Perfekt. Sehr schöne Sache.
So, wir hätten jetzt hier mehr oder weniger zwei Wege. Ah nein, das eine ist ein Ausgang. Okay, dann welchen Weg muss ich denn nehmen? Hier hoch, schätze ich, und dann nach rechts abbiegen irgendwie. Ach du Schreck, da hinten ist ein ganz großes Ding. Hätte da noch eins. Hilfe. Also gegen so einen will ich eigentlich nicht kämpfen. Haben wir hier ein paar Vorräte nochmal? Okay, wir feuern mal auf die Spinne. Ich will mal kurz wissen, wo der Weg hier hinführt. Das interessiert mich nämlich gerade. Weil hier führt es ja eigentlich wieder alles weg von dem Gebiet, wo wir eigentlich hin sollen. Deswegen vielleicht ist das nochmal eine Nebenmission. Das interessiert mich nicht gerade wirklich. Ich glaube, von hier kommt man dann einfach wieder weg von dem ganzen Gelände. Oder im späteren Bereich der Mission muss man hier lang. Das kann auch sein. Aber nun gut, jetzt gehen wir erstmal in unser richtiges Zielgebiet wieder. Immerhin konnten wir dadurch gerade nochmal ein paar Erfahrungspunkte und so sammeln. Wodurch wir erstmal das verbessern. So. Dann ist so ein großer Kollege. Ja, mit dem will ich eigentlich nicht kämpfen. Ich guck, dass ich hier so ein bisschen drum herum mache. Wenn ich hier hochgehe, komme ich dann dort hinten rein? Sieht danach aus. Gut, dann nehmen wir den Weg hier. Den dort hinten müsste ich probieren, von hinten auszuschalten, leise. Ich hoffe, das klappt, weil er läuft gerade sehr weit dort nach vorne und irgendwann wird er sich natürlich auch wieder in die andere Richtung bewegen. Ja, hi. Natürlich ist hier einer. Ach, wie kann ich denn noch so viel Pech haben? Aber obwohl... Ich habe da noch eine Idee. Oh nein, hinter mir. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das kann doch alles nicht wahr sein. Auweia. Das wird ganz böse hier. Na, wo kommt der laufende Terminator von eben der? Ah, meine Güte, sind das viele Fliegende hier gerade. Gut. Wo ist der laufende Dude? Der ist wohl irgendwo hier draußen noch. Gut. Dann gebt mir mal ganz fix eure Beute. Und dann will ich jetzt hier weitergehen. Der kriegt ganz fix das hier. Das war ganz blöd geworfen. So, mal sehen, wo jetzt hier dieser Weg ist, der auf meiner Karte ist.
Aber hier müsste es so jetzt lang gehen. Ah ja, hier. Da hinten kommen zwei. Die sollten wir auf jeden Fall schaffen. Obwohl, vielleicht ziehen sie sogar beide vorbei. Wäre auch eine Idee. Okay, rennen. Weil die werden sicherlich bald auch wieder zurückkommen. Auch wenn ich sagen muss, mir wäre es lieber, wenn die lieber ausgeschaltet wären. Wir nähern uns unserem Ziel. Ach, warum habe ich denn gerade jedes Mal so viel Pech? Ich wollte mal einen von hinten wieder mal mit so einer Klinge wegmachen. Jetzt habe ich wahrscheinlich das Problem, von hier kommen die beiden auch bald wieder. Ja, hi. Aber dort hätte ich ja immerhin noch den Behälter. Komm. Komm zu dem Behälter. Na los. Perfekt. Weiter ausgeschaltet, so fühle ich mich besser. Aber wesentlich besser fühle ich mich so. Perfekt, der ist auch weg. So. Ganz dort hinter einmal sowas werfen. Ja, das klappt doch jetzt gerade besser. Das klappt doch jetzt gerade eigentlich ganz gut hier so. Mit der Vorgehensweise. Nein! Wow, da lobe ich mich selbst und dann das. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Also das geht ja gerade schon wirklich richtig so Sache hier mit Action und so weiter. Ich würde meinen, vorher haben wir nicht so viel gekämpft wie jetzt gerade hier in dieser Folge. Klar, wir hatten auch öfter mal ein paar längere Kämpfe und Gefechte, aber nie, dass wir eigentlich so komplett fast durchkämpfen die gesamte Folge. Gut. Wir nähern uns noch mehr unserem Ziel. Hier gibt es noch eine schöne Kiste. Anything yet, Rivers? Nothing so far, sir. Could be a bogus lead. Keep your eyes open. Heading to the control room. Approaching the computer. Wir gucken uns lieber erstmal hier in dem Raum um. Wow, hier ist eine Minigun. Die will ich mitnehmen. Was schmeißen wir weg? Diese eine neue Plasmawaffe will ich mir mal ganz kurz ansehen. Interessant. Inventar nochmal öffnen, wie viel Schaden macht das Ding? 140, meins 65 und das mit Visier. Wie finde ich das? Dann denke ich, tun wir das Ding mit Visier wegschmeißen. Tschüss. Das kommt hier hin und die Minigun. Die kann ich jetzt mitnehmen, okay. Da muss ich direkt mal noch nachgucken. Minigun. Hier hinpacken. Ja, also die behalten wir, denke ich, auf jeden Fall. Also ich glaube auf jeden Fall, hier steht uns ein heftiger Kampf bevor. Weil die Minigun liegt nicht grundlos hier drin, genauso wie die ganzen Sachen hier. Nun gut, nochmal nachladen hier. Dann gehen wir mal jetzt hier ran.
Nein. Zack. Sir, I've neutralized my two main targets. All right, Rivers. Unless you need some time to finish any secondary objectives, you can proceed to the extraction point. We'll meet you at that factory. All this will be over soon. The intel I found mentioned that the construction of a nearby rail terminal is almost done. You want to do something about it? Yes, sir. Proceed as you see fit. Alles klar. Wir haben jetzt nochmal neue Ziele hier. Halt, Moment. Die neuen Ziele wären dort hinten. Gut, einmal hier rumflitzen, let's go. Lauf, 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 lauf. Und ich muss gestehen, ich würde gerne langsam mal wo abspeichern wollen, zumindest einmal kurz. Da wird es erstmal den Spielfortschritt, den wir jetzt hier gerade machen, gespeichert. Das wäre wirklich super. Aber hier ist irgendwie nichts, nicht mal eine Werkbank oder so. Und irgendwie vermisse ich meinen Revolver. Mal sehen, wie ich es mache mit dem Ausrüsten. Die Minigun will ich eigentlich schon behalten. Vielleicht dafür das Gewehr hier wegtun und dafür das mit Visier nehmen. Fragen über Fragen. Hier nochmal ran. Oh weia. Ich glaube, den müssen wir diesmal ehrlich gesagt ausschalten. Glaube ich tatsächlich. Die Nebenmission ist nämlich sogar dort. Gut, wie gehe ich denn vor? Schmeiße ich direkt so einen Sprengsatz auf den? Ich denke ja, let's go. Ach du Schreck. Das hat ja kaum was angerichtet. Das war mein bester Sprengsatz. Also das Ding hält gut was aus, so viel ist sicher. Halt, mach damit aufladen. Nein, inaktiv. Habe ich mir leider schon gedacht. Gut, was könnte man denn bei dem Ding noch einsetzen? Hm, ich habe noch solche Haftbomben. Kann ich aber gleich vergessen, zu dem Ding hinzulaufen. Da wäre so eine Laserfalle, denke ich, klüger. Wie platziere ich denn die? Die muss an der Wand sein. Ich müsste halt erstmal an dem wieder vorbeikommen am besten. Komm. Da sind auch jede Menge weitere Laserfallen. Ich glaube, das Spiel will, dass ich auch gegen den kämpfe. Nur mit dem Problem, er kommt hier eh nicht durch. Ich habe einen Plan. Wenn er jetzt zurückläuft, kann ich hier an den Seiten Laserfallen platzieren. Komm, weiter vor. Und dann dort auch noch eine. Wenn ich nur wüsste, ob ich die selbst auch auslösen kann. Oh nein! Komm, Ander. Gut. Nicht gut. Komm schon. Gut, dann greife mich halt jetzt mal an. Komm ran. Da oben. Wow, das Geschütz hier zerstört gerade meine Pläne. Ja, wow. Und mich selber kann ich auch hochjagen mit diesen Lasern. Oder das Ding hat gerade die Laser getroffen. Wow, aber das ist gerade echt blöd hier ein bisschen.
mit der Ecke. Und jetzt hoffe ich einfach nur, dass der Speicherstand gut gespeichert hat, weil die Checkpoints sind echt nicht gut manchmal in dem Spiel, wie ich finde. Na, ich bin auch bei dem Roboter gut. Dann hat es einen guten Checkpoint diesmal gewährt. Dort hinter müsste ich. Ich könnte natürlich auch einfach probieren durchzurennen. Nur ist da ein Problem auf jeden Fall die Geschütze dort oben. Gibt es hier auch noch einen zweiten Weg? Ja, hier kann ich probieren durchzuschleichen. Dann nehme ich erstmal kurz die Minigun und feuer auf das Geschütz. Na, wo das Gewehr wird besser sein. Nachladen und weiter los. Nochmal nachladen und weiter. Perfekt. Jetzt können wir erstmal in dem großen Freund weiterlaufen. So. Das mitnehmen. So eine Laserfalle würde ich trotzdem gerne nochmal nehmen. Dann platziere ich die nämlich hier. Nein, Moment, da müsste sich erstmal wieder umdrehen. Andererseits, während er jetzt so läuft, könnte ich hier auf der anderen Seite fix was platzieren. Ja, wenn das andere Geschütz nicht wäre. Gut, ich probiere jetzt einfach hier rein zu flitzen. Let's go. Nein, natürlich sind hier auch noch die normalen Terminator. So, wie viel Pech kann man denn haben? Gut. Dann haben wir jetzt hier aus meiner Falle so platziert. Dann gehe ich jetzt erstmal hier hinten lang. Das Geschütz kann ich. Ja, das ist eine Idee. Das Geschütz hier hacken. Und dann zusehen, dass es vielleicht auf meine Seite kommt. Nein. Jawohl. Nur wage ich halt zu bezweifeln, dass das wieder einen Schaden macht bei dem großen Kollegen. Aber es kann ihn ja erstmal ablenken. Das ist ja auch keine schlechte Sache. Von daher weiter geht's. Sir, I've reached the terminal. It's already in use. There are lots of plasma containers here. What do I do? Smash them. Don't leave any behind. Understood. Alles klar, alles hochjagen hier. Dann hau ich mal einen Sprengsatz da rein. Skynet will be using this terminal for a long time. Outstanding work, Rivers. Sehr gut. Das haben wir gut gemacht und jetzt können wir ja einfach weiter abhauen. Oh nein. Wow, was war das für ein lautes Geräusch? Das Geschütz hat auch nicht den Großen ausgehört, oder? Das hat ihm auch das richtig guten Schaden zugefügt. Oh nein, oh nein, oh nein! Alter. Ja, wenn ich schon mal so dabei bin, muss ich sagen, würde ich den Großen gerne mal ausschalten. Ich meine, solange mein Geschütz noch hält, ist ja alles gut. Auf jeden Fall müssen wir diesen Kopf nicht mal von dem Ding treffen. Oh oh. Ja, fast geschafft. Jawohl. Jetzt bin ich mal gespannt, was gibt denn das Ding an Loot? Schönes Zeug.
Sehr schönes Zeug. Und dann müssen wir jetzt noch zusehen, dass wir hier wegkommen. Dann nehmen wir den Ort dort hinten. Naja, was heißt hier wegkommen? Ja, wir sollen es ja dort nur bei Reese melden. Vielleicht geht der Auftrag auch noch weiter. Kann auch sein. Aber ja, erstmal kurz das eine Gewehr wieder austauschen hier. Nein, das Messer hier. Das war ja hier, stimmt. Hep. Jetzt schnell hier hinter. Ja, aber ich glaube tatsächlich, das war's mit dem Auftrag soweit eigentlich, weil ich wage zu zweifeln, dass wir hier ganz zum Beginn der Mission wieder hinlaufen müssen, nur um dann wieder losgeschickt werden, nochmal in dem gleichen Gelände. Deswegen, ich denke, das Gebiet, ja, für das war's das dann jetzt erstmal. Sergeant Reese's Plan war ein voller Erfolg. Skynet hat einen Großteil der Sicherheitskräfte von der Fabrik abgezogen. Jetzt können wir uns ihr endlich nähern. Das letzte Treffen mit meinem Vater will mir einfach nicht aus dem Kopf gehen. Und das, obwohl ich weiß, dass jetzt nicht mehr der Augenblick für solche Gedanken ist. Ich muss mich auf die Mission konzentrieren. Ich muss bereit sein, um mich allem zu stellen, was mich im Inneren erwarten könnte. Everyone's here. Good. This is it. That's the factory where they keep the prisoners. Looks like Skynet took the bait. They shifted their security forces. What'd I tell you? Skynet's just a predictable piece of computer software. We can use that against them. The plan is simple. We infiltrate the target building and secure the prisoners. Once we find the people we're looking for, we leave. Rivers, I want us to pick apart what's left of their surveillance. Mark the remaining terminates for Evans to take out. Roger that. I'm in position. Einem Scharfschützen Ziele zuweisen. Okay, wir müssen ihm jetzt Ziele geben hier. Nur irgendwie bin ich aus diesem Menürad rausgegangen. Und kein Plan wie. Ah, okay, jetzt sehe ich's. Target acquired. Target down. Jetzt nehmen wir den dort oben. Den. Taking it down. Done. Jetzt nimmst du den dort. Affirmative. Target down. Let's move. This way. Gut. Und anscheinend gibt es mehrere Eingänge. What the fuck is that? Blood. I'm gonna be sick. Wait. Does that mean? No. This factory's been in operation for a long time. This must be old. Rivers, we need to get through that gate. On it. Okay, Leute, ich würde aber sagen, wir machen jetzt erstmal hier Schluss. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.